Ich wurde unter anderem von zufälligen Leuten auf der Straße als Freak, schwul und Transvestit beschimpft. Ich wurde aus Autos mit Gegenständen beworfen. Mein eigenes Auto wurde mutwillig zerstört, nachdem mir körperliche Gewalt angedroht worden war, und ich wurde auf der Straße bespuckt. Ich wurde von ein paar Typen angesprungen, die anscheinend wissen wollten, wie spät es ist. Die Jungs schlugen mich nieder und fingen an, mir gegen den Kopf zu treten, bis ich ohnmächtig wurde. Wegen der Schläge verlor ich 1,5 Jahre meines Gedächtnisses, einschließlich aller Erinnerungen an meine Freundin. Es ist beängstigend, nach draußen zu gehen, und das ist an sich schon frustrierend. Ich erwarte immer noch, dass Fremde mich grundlos angreifen. Ich mochte die TV-Serie Mighty Boosh und hatte eine Tasche davon, was etwas alternativ war. Ein paar Mädchen fingen an, mich zu beschimpfen und anzuschreien. Dann wurde es schlimmer und sie versuchten, mich auf die Autobahn zu stoßen. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Ich habe die Wohnung monatelang einfach nicht verlassen. Jedes Mal, wenn ich nach draußen ging, bekam ich Panikattacken. Es war brutal. Ich kenne einen Jungen, der sich ein bisschen gothic und ein bisschen glamourös kleidet und auf der Intensivstation gelandet ist. Ihm wurde mit einem Brecheisen der Kopf aufgeschlitzt, nachdem er von 5 anderen Jungs wegen seiner Kleidung angegriffen worden war. All diese Beispiele sind Einzelfälle von unzähligen Hassverbrechen und Gewalttaten, die Menschen aus der Gothic-Szene und anderen Subkulturen ertragen müssen. So auch die 20-jährige Sophie Lancaster und ihr Freund Robert Maltby, welche am 11. August 2007 aufgrund ihres Gothic-Lifestyles brutal angegriffen wurden. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei einem neuen True Crime-Video. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen lieben Kommentare zu meinem letzten Video. Es hat mich wirklich sehr aufgebaut und ich weiß solche Kommentare wirklich sehr zu schätzen und freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Deswegen wollte ich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür aussprechen. Es hat mich super ermutigt und motiviert und ich habe auch selber gemerkt, dass es logisch ist, dass man es einfach nicht jedem recht machen kann und das ist auch voll okay. Solange man mit sich selbst zufrieden ist und wie gesagt, bin ich ja auch bereit, Kritik immer anzunehmen und auch mich weiterzuentwickeln, mich zu verbessern und einfach mit der Zeit dazu zu lernen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich hier schon irgendwie meinen Weg finden werde und freue mich einfach, euch noch ganz viele True Crime Fälle vorzustellen und mich auch mit euch weiterhin auszutauschen und einfach, ja, mir eine kleine Community aufzubauen, die einfach das feiert, was ich mache. Das war mir auf jeden Fall nochmal wichtig anzusprechen und bevor ich mich jetzt hier verquatsche, würde ich sagen, wir starten in die heutige tragische Geschichte von Sophie Lancaster. Sophie Lancaster wurde am 26. November 1986 geboren und wuchs in einer englischen Kleinstadt namens Backup auf. Sie war ein intelligentes Mädchen, unabhängig, willensstark und eigensinnig. Sie las gerne und viele Bücher und interessierte sich schon im jungen Alter für gesellschaftspolitische Themen. Sie ließ sich selten etwas sagen, ließ sich auch nichts gefallen und setzte sich auch für ihre Meinung ein. So wurde sie zum Beispiel mit 6 Jahren auf Tierquälerei aufmerksam und wurde Vegetarierin. Im Alter von 12 Jahren verbrachte Sophie die Sommerferien bei einer Freundin und lernte dort ihren neuen speziellen Look kennen, der zu der Gothic-Szene gehörte. Als Sophie dann wiederkam, war ihre Mutter natürlich zuerst ein wenig schockiert, aber eher im positiven Sinne. Sie fand es schon immer cool, dass Sophie ihr eigenes Ding durchzog, ihre eigene Meinung hatte und nicht so darauf hörte, was andere Menschen in ihrem Alter oder generell andere Menschen cool fanden. Sophie fand also immer mehr Anschluss in der Gothic-Szene und hörte dann zum Beispiel Bands wie Slipknot, Korn und My Chemical Romance. Es war aber nicht der Musikgeschmack, mit dem Sophie hervorstach. In der Kleinstadt, in der sie lebte, fiel sie vor allem durch ihren außergewöhnlichen Gothic-Look auf und zog so auch sehr oft skeptische Blicke auf sich. Falls einige von euch vielleicht selbst in einer Kleinstadt groß geworden sind, so wie ich zum Beispiel, kennt ihr das vielleicht auch. In der Kleinstadt wird man schon schneller mal komisch angeguckt, wenn man einen besonderen Look hat, als wenn man jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin aufwächst. Sophie ging auf die
Haslingden High School und plante im Jahr 2007 bald auf das Accrington and Rosendale College zu gehen, um einen Abschluss in Englisch zu machen. Englisch war nämlich schon in der Schule ihr Lieblingsfach und sie war auch besonders gut in dem Fach, denn sie interessierte sich ja auch für Literatur und las ziemlich viele Bücher. Mit ihrem Freund Robert Maltby war sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit 3 Jahren zusammen. Er war ein 21-jähriger Kunststudent aus Manchester. Beide hatten eine langjährige Bindung zu der Goth-Subkultur, wodurch sie auch zueinander fanden. Sie kleideten sich dementsprechend auch mit schwarzen Klamotten, beziehungsweise meist halt einfach mit dunklen Klamotten, färbten ihre Haare, piercten sich und schminkten sich auch. Die Beziehung der beiden soll besonders schön und harmonisch gewesen sein. Laut einer Freundin von Sophie war es so, als hätten sich zwei Seelen wiedergefunden, die sich einst schon kannten. Auch ihre Familien sagten, sie sind beide intelligente, sensible Kinder. Sie sind nicht die Art von Menschen, die in Schwierigkeiten geraten, aber sie hatten in der Vergangenheit Probleme, weil sie auffallen. 2007 zogen Sophie und Robert dann auch in eine gemeinsame Wohnung in Backup. Doch noch im selben Sommer sollte ihr gemeinsames Leben ein tragisches Ende finden. Der Angriff. Es war Samstagabend, der 10. August 2007. Sophie und Robert waren bei einem gemeinsamen Freund in der Wohnung, haben ein bisschen Zeit zusammen verbracht und etwas getrunken. Gegen 23 Uhr machte sich das Paar dann auf den Rückweg von der etwas abgelegenen Wohnung. Zwischendurch hielten sie dann noch bei einem Kiosk, um sich Zigaretten zu kaufen und trafen dort auf eine Gruppe Mädchen, die sie auf ihr Aussehen ansprach. Das Ganze war aber nicht abwertend, sondern eher interessiert. Also die Mädchen fanden diesen speziellen Goth-Look irgendwie cool und interessant und wollten so ein bisschen mehr darüber erfahren. Und haben Robert und Sophie dann gefragt, ob sie noch mit in den Stubbly Park zu den anderen Leuten kommen wollen. Am Anfang war die Stimmung im Park sehr offen und freundlich. Die Gruppe interessierte sich für Sophies und Roberts Lebensstil und für ihren außergewöhnlichen Look. So gaben sie es jedenfalls vor. Sophie und Rob setzten sich also zu der Gruppe von Teenagern, redeten über ihre Interessen und über ihren Lifestyle und teilten sogar noch Zigaretten mit der Gruppe. Zwischen 1.10 Uhr und 1.20 Uhr kippte dann aber die Stimmung plötzlich, als einer der Jugendlichen aufstand und dem 21-jährigen Robert einfach gegen den Kopf trat, woraufhin auch die anderen mit einstiegen und auf ihn einprügelten. Sie schlugen und traten so lange auf ihn ein, bis Robert bewusstlos zu Boden sank. Sophie schrie natürlich sofort panisch los und auch einige andere der anwesenden Jugendlichen waren schockiert und verstanden gar nicht, was gerade vor sich ging. Robert lag da bewusstlos und blutüberströmt am Boden und Sophie kniete sich zu ihm runter, legte seinen Kopf in ihren Schoß, um ihn vor weiteren Schlägen und Tritten zu schützen, und da gingen die Jungs dann auf einmal auf Sophie los. Sophie wurde von hinten in den Rücken getreten, zu Boden getreten und es wurde immer wieder auf sie eingeschlagen und eingetreten. Dabei waren sie, wie gesagt, nicht unbeobachtet. Es waren mehrere Leute im Park, die das Ganze mit ansahen. Ein 15-jähriger Zeuge sagte zum Beispiel aus, sie sind rübergerannt und haben sie einfach gegen den Kopf getreten und sind auf ihrem Kopf auf- und abgesprungen. Ein 14-jähriges Mädchen der Gruppe bekam verständlicherweise super viel Panik und Angst, schaffte es aber trotzdem, den Notdienst anzurufen und dem Notdienst zu erklären, dass dort gerade zwei Moscher, wie sie es sagte, angegriffen wurden. Das Mädchen war so verängstigt, dass sie auch der Dame am Telefon sagte, dass sie bitte die ganze Zeit am Telefon bleiben soll und mit ihr telefonieren soll, weil sie selber auch Angst hatte und sie auch nicht wollte, dass die Jungs irgendwie wissen, dass sie es war, die den Notruf wählte. Also sie bat auch darum, nicht zu verraten, dass sie die angerufen hatte. Und an der Stelle, also ich war super beeindruckt darüber, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, dass sich das 14-jährige Mädchen wirklich getraut hat, den Notruf zu wählen, obwohl das die Jungs hätten mitbekommen können. Also sie war auch noch direkt daneben und man hat wohl auch bei diesem Notruf im Hintergrund noch gehört, wie die Jungs immer wieder auf Sophie eingetreten und eingeschlagen haben.
Ich fand es einfach super mutig von dem 14-jährigen Mädchen, dass es trotzdem angerufen hat und sich praktisch selbst in Gefahr gebracht hat, um den beiden zu helfen. Als die Polizei und der Notdienst dann eintraf, fanden sie das Paar mit blauen Flecken und Blut überströmt am Boden liegen. Sie waren beide lebensgefährlich verletzt und die Angreifer waren inzwischen natürlich geflohen. Die Polizei sagte dann auch, dass durch diese extrem schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen man nicht erkennen konnte, welches der Opfer weiblich und welches männlich war. Die Jungen waren inzwischen, wie gesagt, weggerannt und prahlten wohl sogar noch mit ihrer Tat, als hätten sie etwas Gutes getan, weil sie zwei Mosche angegriffen hatten. Robert wurde zunächst ins North Manchester General Hospital gebracht. Er hatte schwere Kopfverletzungen und innere Blutungen und fiel wie Sophie auch ins Koma, konnte sich aber nach einigen Tagen einigermaßen von den schweren Verletzungen erholen und wachte schließlich auch aus dem Koma wieder auf. Sophie wurde mit lebenserhaltenden Maßnahmen behandelt und zunächst ins Ferryfield General Hospital in Bury verlegt. Danach kam sie dann in die neurologische Abteilung des Hope Hospitals. Heute heißt es Salford Royal Hospital. Dort wurde sie dann auch schon von einem Pathologen der Polizei untersucht, welcher ihre extrem schweren Kopfverletzungen feststellte. So stellte er zum Beispiel fest, dass mindestens zwei Personen gleichzeitig gegen ihren Kopf getreten hatten. Ihre Chancen, den Vorfall zu überleben und aus dem Koma aufzuwachen, sanken drastisch. Am 24. August 2007 entschied dann ihre Mutter Sylvia schließlich, die lebenserhaltenden Maschinen abstellen zu lassen. Sophie verstarb also 13 Tage nach dem Angriff an ihren schweren Verletzungen. Zuvor rief ihre Mutter Sylvia auch noch sämtliche Freunde von ihr an, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich noch an dem Bett von Sophie zu verabschieden. So konnte sich auch Robert, der ja mittlerweile aus dem Koma erwacht war, für immer von seiner Freundin verabschieden. Während Sophie diese 13 Tage lang im Koma im Krankenhaus lag, schmiedete ihre Mutter sogar Pläne, nach der ganzen Sache mit Sophie in verschiedenen Schulen Klassen zu besuchen und anderen Jugendlichen zu vermitteln, dass es total okay ist, anders zu sein, dass es okay ist, man selbst zu sein, auch wenn man anders ist als andere, solange man selbst ist. Doch ja, dazu sollte es dann nicht mehr kommen. Doch wie wir später noch erfahren werden, konnte Sylvia trotzdem nach der ganzen Sache irgendwie etwas Gutes daraus machen. Die Beisetzung von Sophie fand am 12. November 2007 statt. Es kamen über 100 Leute, um ihr zu gedenken, und das Ganze wurde auch von dem BBC News begleitet. Sophies Freunde sagten auch, dass die Beerdigung genau so war, wie Sophie es sich gewünscht hätte. So liefen zum Beispiel ein paar ihrer Lieblingslieder oder ihrer Lieblingsbands, und es ging bei der Beerdigung hauptsächlich um mehr Akzeptanz, Toleranz und Zusammenhalt. Das sind einfach ja die Werte, für die Sophie auch immer stand. Und am Ende der Beerdigung konnten die Trauergäste dann noch auf den weißen Sarg die letzten Worte an Sophie hinterlassen. Verhaftungen und Ermittlungen. Um die Angreifer zu finden und zu identifizieren, führte die Polizei viele Befragungen in Lancashire durch. Sie suchten nach Zeugen, die entweder selbst im Park waren oder die vielleicht Leute kannten, die im Park waren, die ihnen vielleicht Namen nennen konnten. Und das Ganze war natürlich ein bisschen schwierig, da die meisten Teenager selber verängstigt waren und sich gar nicht so richtig getraut haben, etwas zu sagen, weil sie sich nicht selbst in Schwierigkeiten bringen wollten und natürlich auch Angst hatten, dass, wenn sie die Angreifer verraten, sie vielleicht selbst zum Opfer werden. Die Gegend von dem Stubbly Park galt ohnehin als nächtlicher Treffpunkt für Teenager. Bekannt war der Park halt dann auch dafür, dass dort halt oft betrunkene Minderjährige waren, die sich zum Beispiel auch des Vandalismus schuldig machten. So baten auch einige Anwohner bereits vor dem Vorfall schon darum, dass dort endlich Maßnahmen getroffen werden.
Anfangs der Ermittlungen stand ja auch noch nicht fest, dass es sich um Mord handelte, da ja Sophie und Robert zunächst im Koma lagen und man ja auch nicht wusste, wie das Ganze ausgeht, beziehungsweise dass es so schlimm ausgehen würde. Als dann aber Sophie verstarb und sich das Ganze zu einem Mordfall entwickelte, tauchten immer mehr Zeugen auf, die sich zu dem Vorfall meldeten. Und natürlich wuchs dann auch das Interesse der Öffentlichkeit und der Presse. Die Polizei von Lancashire verhaftete so zunächst 5 jugendliche Personen. 2 der Jungen, die der Polizei bereits bekannt waren, wurden in Untersuchungshaft gebracht und die 3 anderen Jungen durften auf Kaution freigelassen werden, weil sie zuvor noch nicht straffällig wurden. Erst wurden sie ja auch wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Als Sophie dann aber verstarb, klagte der Crown Protection Service alle 5 Jungen des Mordes an. Es wurden dann also auch wieder die 3 Jungen festgenommen, die zuvor auf Kaution freigelassen wurden. Die Polizei führte ihre Ermittlungen und Nachforschungen aber erstmal weiter, da wie gesagt ja auch etliche andere Personen zu der Tatzeit in dem Park waren und das Ganze mit angesehen haben und sie sich dementsprechend zunächst auch nicht sicher waren, ob es wirklich nur die 5 Jungen waren, die an der Tat beteiligt waren oder ob da noch mehr beteiligt waren. Am 5. Oktober 2007 kamen sie dann aber zu dem Entschluss, nachdem sie über 100 Personen befragt hatten, dass es wirklich nur diese 5 Jungen waren, die direkt an der Tat beteiligt waren. Vor Gericht sollte sich später dann sogar auch noch herausstellen, dass einige der Jugendlichen, die dort mit anwesend waren, die 5 Jungen sogar angefleht hatten, damit aufzuhören und nachdem sie weggerannt sind und auf den Notdienst warteten, haben einige noch mit ihren T-Shirts versucht, die Blutungen der beiden zu stoppen. Der Prozess. Am 6. September 2007 wurden die 5 Jugendlichen dann vor dem Jugendgericht Burnley wegen Mordes angeklagt. Der 15-jährige Ryan Herbert und der 15-jährige Brandon Harris standen dabei im Mittelpunkt. Das waren die beiden Jungen, die zuvor auch schon wegen kleinkriminellen Aktivitäten aufgefallen und bekannt waren. So war Ryan Herbert zum Beispiel auch dafür bekannt, Leute in der Schule zu hänseln und zu mobben, vor allem Leute, die sich nicht wehren konnten, die zum Beispiel wenig Freunde hatten oder auch keine älteren Geschwister. Außerdem waren die beiden Jungen sogar schon mal verhaftet worden, weil sie schon mal einen Jungen durch Backup jagten und ihn auch prügelten und traten, bis seine Mutter irgendwann dazwischen ging. Die Brüder Joseph und Danny Halm, 17 und 16 Jahre alt, und der 17-jährige Daniel Mallett waren ebenfalls an der Tat beteiligt. Die 5 Jungen gehörten wohl auch zu einer Gang und Daniel war übrigens auch der einzige der Jungen, der aus einem stabilen Elternhaus kam. Am 31. Oktober 2007 fand dann eine mündliche Voranhörung statt, bei der alle 5 Jungen des Mordes an Sophie und der schweren Körperverletzung an Robert angeklagt wurden. In der mündlichen Verhandlung am 14. Dezember 2007 plädierten alle 5 Jungen in beiden Anklagepunkten auf nicht schuldig. Der richtige Prozess begann dann am 10. März 2008 und dort bekannten sich alle 5 Jungen der schweren Körperverletzung an Robert Maltby für schuldig. Ryan Herbert bekannte sich dann schließlich auch des Mordes an Sophie für schuldig und Brandon Harris plädierte des Mordes an Sophie zunächst auf nicht schuldig. Brandon konnten die Ermittler aber damit überführen, dass sie in dem Auto, mit dem sie Brandon und Ryan zur Wache fuhren, hinten ein kleines Mikrofon installiert hatten und damit die Gespräche der beiden aufnahmen. Auf dieser Fahrt zur Wache sprachen Ryan und Brandon scherzhaft darüber, wie sie Sophies Kopf wie einen Football getreten hatten. Während des Prozesses betonte der Staatsanwalt dann auch nochmal den Grund bzw. das Motiv für diese grauenhafte Tat, nämlich einzig und allein, dass Robert und Sophie anders aussahen. Den Geschworenen wurden dann durch viele Zeugenaussagen und durch die aufgezeichneten Gespräche, wie zum Beispiel das Gespräch zwischen Ryan und Brandon im Polizeiauto,
nochmal die Brutalität des Angriffs verdeutlicht. Es sagten zum Beispiel 4 Jugendliche aus, die den ganzen Angriff selbst mit angesehen haben. Nach ihren Aussagen forderte Ryan zunächst die Jungen auf Robert loszugehen und ihn zu prügeln, und als Sophie dann mit seinem Kopf im Schoß auf dem Boden saß und sie anflehte, damit aufzuhören, ging wohl Brandon zunächst auf Sophie los und Ryan trat dabei auch immer wieder in ihr Gesicht. Am Ende des Prozesses, am 27. März 2008, wurde also auch Brandon Harris des Mordes an Sophie für schuldig befunden. Der Richter erlaubte ab da dann auch die Veröffentlichung der Namen der Jungen, welche ja zuvor im Prozess zurückgehalten worden waren, weil sie ja minderjährig waren. Kriminalhauptkommissar Mick Gradwell von der Polizei von Lancashire sagte: "Ich glaube nicht, dass Herbert und Harris erkannt haben, wie gewalttätig der Angriff war. Sie haben es einfach getan, ohne darüber nachzudenken, aber sie schienen es genossen zu haben und fuhren fort, erbarmungslos auf 2 wehrlose Menschen einzutreten, die sich aufgrund des Ausmaßes der Gewalt, die ihnen angetan wurde, nicht in der Lage waren, sich selbst zu schützen. Ich bin sehr kritisch gegenüber einigen der beteiligten Eltern. Ich glaube wirklich nicht, dass sie ganz ernst genommen haben, wie abstoßend dieser Vorfall war." Er sagte außerdem auch, dass Brandon Harris bei der ersten Befragung zu dem Vorfall wohl mit seiner Mutter über die ganze Sache noch gescherzt und gelacht hatte. Daniel Mallett bekam 4 Jahre und 4 Monate und die beiden Brüder bekamen jeweils 5 Jahre und 10 Monate. Die 3 wurden ja nur für die schwere Körperverletzung an Robert Maltby verurteilt. Und am 28. April 2008 wurden dann auch Brandon Harris und Ryan Herbert lebenslang für den Mord an Sophie verurteilt. Brandon sollte mindestens 8 Jahre im Gefängnis bleiben und Ryan mindestens 16 Jahre und 3 Monate. Im Juli 2008 legten dann alle 5 auch nochmal Einspruch gegen das Urteil ein, aber nur bei Ryan Herbert wurde es geändert. So wurde sein Strafmaß am 29. Oktober 2008 auf 15 Jahre und 6 Monate verringert und am 10. Februar 2020 wurde das Strafmaß von Ryan dann noch einmal auf 14,5 Jahre verkürzt, weil er während der Inhaftierung wohl außergewöhnliche Veränderungen und Fortschritte zeigte. So hat er über das Learning Together Program von der University of Cambridge wohl sogar angefangen, Jura zu studieren und half auch immer wieder anderen Insassen beim Lernen. Im November 2020 wurde er dann auch in ein offenes Gefängnis verlegt. Dort hatte er mehr Freiheiten, konnte sich freier bewegen und konnte sich sogar einen Job suchen. Und im Februar 2022 wurde Ryan Herbert dann schließlich frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Sophies Familie und vor allem ihre Mutter waren über dieses Ereignis und über die frühzeitige Entlassung von Ryan sehr verärgert. Sie sagte zum Beispiel, sie selbst müsste auch mit dem lebenslangen Urteil klarkommen, dass ihre Tochter getötet war und sie Sophie für immer verloren hätten und dass es deswegen nicht gerecht wäre, dass Ryan einfach früher aus dem Gefängnis kam. Robert und Sylvia heute. 2017 hat Robert erstmals nach dem ganzen Vorfall ein Interview gegeben. Er erzählte, dass er immer noch in der Nähe des Parks lebt, auch wenn das Ganze sein Traumata natürlich nicht gerade heilt, aber er ist einfach angewiesen auf die Hilfe seiner Eltern und auf die Unterstützung seiner Eltern und lebt deswegen einfach sehr nah bei ihnen. Im Jahr 2016 konnte er endlich sein Kunststudium beenden. Zuvor hat ihn einfach sein Trauma und die ganze psychische und körperliche Belastung daran gehindert. Die körperlichen Verletzungen von Robert konnten sich nach dem Angriff wieder vollständig erholen, aber nicht die psychischen. Robert leidet seit dem Angriff und seit dem Tod von Sophie unter schweren Depressionen. Er sagt selber, dass es ihm extrem schwer fällt, sich zu überwinden, überhaupt das Grab von Sophie zu besuchen und das auch noch 10 Jahre nach dem ganzen Angriff.
Außerdem hat er sich mittlerweile wohl von der Goth-Szene abgewandt, führt eine neue Beziehung und plante wohl auch ins Ausland zu gehen, um dort seine Kunst fortzuführen. Sophies Mutter Sylvia verstarb am 12. April 2022. Nach ihrem Tod wurde auf der Facebook-Seite der Foundation, zu der kommen wir gleich auch nochmal, betont, wie stark und wie toll Sylvia einfach war, dass sie nach dem Tod ihrer Tochter das Ganze in so gute Sachen umwandeln konnte und sich so extrem für mehr Toleranz und mehr Akzeptanz und Zusammenhalt auf der ganzen Welt eingesetzt hatte. Nachwirkungen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich jetzt den Fall mit ein paar schönen und motivierenden Informationen zu der ganzen Sache zum Ende kommen. Der Park, in dem Sophie getötet wurde, wurde nach dem Angriff mit etlichen Blumen und Bildern von ihr geschmückt und überall nahmen Leute Anteil an der ganzen Sache. Damit wollten sie natürlich Sophie gedenken, aber auch Robert irgendwie gedenken bzw. ihm die Anteilnahme aussprechen und ihm einfach Respekt dafür zollen, was er durchmachen musste. In vielen verschiedenen Facebook-Gruppen tauschten sich Menschen auf der ganzen Welt über die Geschehnisse aus und diskutierten darüber, für mehr Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft zu sorgen. Am 6. Oktober 2007 fand zudem ein 12-stündiges Konzert mit 10 Bands auf dem lokalen Fußballplatz in Backup statt. Der Fußballverein von Backup spielte auch während der Konzerte ein Fußballspiel und die ganzen Einnahmen davon gingen auch an Gedenkfonds für Sophie. Am 25. November 2007 organisierten Sophies Freunde auch ein Memorial-Konzert, auf dem ganz viele von Sophies lokalen Lieblingsbands auftraten und Sophie nochmal gedenken sollten. Die niederländische Symphonic Metal Band Delane veröffentlichte 2012 ein Album mit der gleichnamigen Single We Are The Others, die von Sophies Geschichte inspiriert war und von mehr Zusammenhalt handelte. Es wurden außerdem Konzerte in Iowa, Brisbane, Australien und North Carolina zu Ehren von Sophie gespielt. Im Januar 2008 wurde auch in Whitby eine Bank zu Ehren von Sophie aufgestellt. Es wurde außerdem der sogenannte Sophie Award vom Backup Film Festival etabliert für innovatives und experimentelles Filmemachen. Zusammen mit ihren Freunden rief Sophies Familie außerdem die Sophie-Kampagne ins Leben. Dabei stand jeder Buchstabe von ihrem Namen für ein einzelnes Wort und ausgeschrieben hieß es dann Stamp out prejudice, hatred and intolerance everywhere. Sorry, falls ich mich jetzt versprochen habe, ich schreibe euch das nochmal hin. Ich habe es gerade 5-mal versucht aufzusagen und ich verspreche mich jedes Mal dabei, deswegen schreibe ich es euch einfach hin. Für diese Kampagne wurden dann zum Beispiel auch so kleine schwarze Schleifen verkauft, die dann auch einfach die Foundation unterstützen sollten und die konnte man dann einfach so tragen, um auch nochmal Sophie zu gedenken. Sophies Mutter Sylvia will mit der Sophie Foundation für mehr gegenseitigen Respekt und Toleranz von Subkulturen eintreten. Es gibt auch nach wie vor immer noch die Website der Sophie Foundation. Ich verlinke euch die Website mal in der Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Man kann dort sich viel durchlesen, dort gibt es viel Informationen und Aufklärung und außerdem kann man dort auch etwas spenden, wenn man dann möchte. Am 3. Juni 2010 eröffnete Robert Mopey wohl auch eine Ausstellung seiner eigenen Kunst im Affleck's Palace in Manchester mit 15 von Sophie inspirierten Gemälden. Am 14. Juni 2014 wurde dann auch bekannt gegeben, dass Sophies Mutter Sylvia in Anerkennung ihres Einsatzes für eine tolerantere Gesellschaft wohl einen OBE erhalten würde. Das ist der Most Excellent Order of the British Empire. Das ist also ein Orden, den es schon ganz lange in Großbritannien gibt. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Gedenkveranstaltungen für Sophie. Es gab Theaterstücke, die von ihrer Geschichte inspiriert waren. Es gab viele Bücher, Filme und auch andere Kunst.
So erschien zum Beispiel am 26. November 2009, also an dem eigentlich 23. Geburtstag von Sophie, ein kleiner Animationsfilm, der Dark Angel hieß, und dort wurde einfach nochmal der Mord von Sophie halt als Animationsfilm dargestellt. Das ist ein sehr rührender kleiner Kurzfilm, man kann den übrigens auch online schauen. Ich verlinke euch den auch mal in der Infobox, wenn ich hoffentlich dran denke. Dieser Kurzfilm wurde damals übrigens auch auf MTV ausgestrahlt. Im Juli 2010 erschien das Buch Weirdo Mosha Freak von Catherine Smith, und ja, in dem Buch wird einfach auch nochmal Sophies Geschichte erzählt. Am 18. Juni 2017 veröffentlichte BBC dann auch einen Film, Murdered for Being Different. Diesen kann man übrigens auch online schauen, ich habe mir den auch angeguckt, und ja, dort sieht man halt auch nochmal so die Geschehnisse einfach als Film, natürlich mit ein paar kleinen Abänderungen, aber das ist auf jeden Fall auch sehr berührend, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch den gerne mal angucken. Ich versuche euch den auch in der Infobox zu verlinken. In den Jahren nach Sophies Tod wurde immer wieder über Hassverbrechen in Verbindung mit der Gothic-Kultur und anderen alternativen Subkulturen diskutiert. Diese Diskussionen führten sogar zu einer Online-Petition an den Premierminister, nämlich Verbrechen an Goths, Emos und anderen Subkulturen als Hassverbrechen einzuordnen. 2013 begann dann die Polizei von Manchester sogar auch damit, Verbrechen gegen Goths und andere alternative Gruppen wirklich als Hate Crime zu listen. Und an dieser Stelle wollte ich nochmal ein paar Worte zum Thema Hate Crime verlieren, einfach damit vielleicht diejenigen unter euch, die damit nicht ganz so viel anfangen können oder das nicht so ganz einordnen können, noch mal ein bisschen Informationen dazu bekommen. Hate Crime oder auch Hassverbrechen sind eine Art Botschaftsverbrechen mit Vorurteilsmotiv. Der Begriff Hate Crime stammt ursprünglich aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, und wie gesagt, geht es dabei halt meistens darum, eine Botschaft zu vermitteln, und zwar eine Botschaft, die sich auf gewisse Vorurteile gegenüber besonderen Gruppen bezieht. Das heißt, die Angreifer, die solche Verbrechen durchführen, wollen meistens nicht nur dieser einzelnen Person schaden, die sie dort angreifen, sondern wollen sozusagen einer gesamten Gruppe von Personen verdeutlichen, wie gewaltbereit sie gegenüber diesen Gruppen sind. Neben antisemitischen, rassistischen, sexistischen oder ausländerfeindlich motivierten Straftaten zählt man dazu auch Straftaten gegen Schwule, Lesben oder Transgender, ebenso wie gegen Mitglieder von Subkulturen wie zum Beispiel Gothics oder Punks oder Emos. Vom 14. bis 21. Oktober diesen Jahres fand sogar auch die erste nationale Woche zur Aufklärung über Hasskriminalität für Sekundarschulen statt. Das Ganze wurde von der Sophie Foundation organisiert. Ich habe das nämlich auch auf der Website direkt gefunden. Das Ganze war eine landesweite Kampagne, um Menschen überall zusammenzubringen und gegen Hate Crime sich auszusprechen, für mehr Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft von eben diesen besonderen Gruppen zu sorgen, und auch die ganzen Gemeinden und Kleinstädte in Großbritannien, die ja wirklich immer noch stark davon betroffen sind, auch sicherer zu machen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne eure Meinung zu dem Video und zu dem gesamten Fall in den Kommentaren. Dahinter lasst mir auch gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal an alle appellieren, die dieses Video sehen. Bitte behandelt eure Mitmenschen immer mit Respekt und akzeptiert Menschen, die vielleicht anders sind als ihr, die anders aussehen oder andere Interessen haben. Es ist völlig egal, solange man niemanden mit seinem Lifestyle wehtut oder schadet, finde ich, sollte man jeden Menschen so akzeptieren und respektieren, wie er ist. Und ja, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben, und an der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao, ciao.